Heute sind wieder zwei interessante Päckchen gekommen. Und zwar dürfte hier etwas enthalten sein für alle Star Wars, für alle Godzilla und für alle Judas Priest Fans. Lasst euch gerne überraschen. Hallo liebe Musik- und Filmfreunde, herzlich willkommen hier zurück bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder da seid. Wenn euch Musik und Film interessiert, wäre es natürlich toll, wenn ihr den Kanal abonniert. Denn ihr wisst, es gibt ja immer viel zu entdecken bei uns. Ja, und heute werden wir richtig nostalgisch. Es ist schon einige Jahrzehnte her, als ich den Krieg der Sterne zum ersten Mal im Kino sah. Das war nämlich genauer gesagt im Jahr 1978. Und so als kleiner Junge freut man sich natürlich, wenn man diesen Film im Kino sehen kann. Und wenn es irgendwas zum Kaufen gibt, freut man sich natürlich umso mehr. Das war damals in Deutschland natürlich recht selten. Nicht so wie heute, dass man alle Actionfiguren, alle Raumschiffe kaufen konnte. Sondern eigentlich gab es noch gar nichts nach dem Kinostart. Das dauerte noch einige Monate und dann kam ich mal in einen Spielzeugladen und habe einen wunderbaren Modellbausatz gefunden. Und wie das halt so ist, wenn man als Junge einen Modellbausatz baut, naja, der ist mal schief, mal schräg und irgendwie ist er irgendwann mal kaputt einfach. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, als ich vor kurzem bei eBay diesen Modellbausatz nochmal gefunden habe. Und ich hoffe jetzt, der ist hier enthalten und den möchte ich euch natürlich gerne jetzt zeigen. Ich höre schon richtig rascheln, das müssten die Einzelteile sein. Und wenn die Beschreibung stimmt, müsste der Modellbausatz im Top-Zustand sein. Das werden wir jetzt allerdings gleich sehen. So, und tatsächlich, original aus dem Jahr 1978, Star Wars Luke Skywalkers X-Flügeljäger. Unglaublich. Dieser Bausatz hat einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Der Karton sieht für dieses Alter wirklich noch gut aus. Und damals war es ja üblich, dass für jedes Land die Bausätze extra produziert wurden. Heutzutage steht einfach nur Star Wars drauf und das war's. Aber hier deutscher Text. Luke Skywalkers X-Flügeljäger. Alles auf Deutsch gemacht, auch die Anleitung ist deutsch. Wunderbar. Und ich finde, das ist eine echte Rarität. Umso schockierter war ich, als ich diesen Bausatz ersteigern konnte für sage und schreibe 1,50 €. Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt drüber freuen, weil ich so ein Schnäppchen machen konnte, oder soll ich lieber schockiert sein, wenn so alte Bausätze, wirkliche Raritäten, für so einen billigen Preis weggehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich dieses Teil jetzt in Händen halten darf und jetzt schauen wir doch einfach mal rein. Und wie in der Beschreibung schon gestanden ist, müsste ja alles komplett sein. Hier sind noch die Aufkleber mit dabei. Dann gibt es die Anleitung und wie gesagt, alles in deutscher Sprache. Super, das war damals so üblich. Und hier sind die Teile zum Zusammenbauen. Und alles noch original verschweißt. Absolut klasse, das ist wirklich eine Freude, so einen alten Bausatz in diesem Top-Zustand wiederzufinden. Und hier in der Anleitung sehen wir wirklich alles deutsch beschrieben. Nicht nur oben, sondern auch unten. Alles deutsch. Sehr schön, hier hat sich jemand wirklich die volle Mühe gemacht. Deswegen dauerte es damals auch länger, bis die Sachen in den anderen Ländern auf den Markt kamen. In Amerika gab es ja gleich zum Filmstart schon einiges. Aber in den anderen Ländern dauert es halt, wie gesagt. Ja, da freue ich mich natürlich aufs Zusammenbauen. Das ist wirklich ein Fest. Und für den Preis von 1,50 € kann man wirklich nicht meckern. Ja, und weiter geht's. Ein schönes Paket aus Dänemark ist gekommen, wieder von iMusic. Und hier müsste auch etwas Besonderes drin sein. Zuerst möchte ich natürlich diese wunderbare Verpackung loben. Immer stabil das Ganze. Sehr schön. Da geht nichts kaputt. Da wird nichts verknickt. Einwandfrei. Wenn wir hier aufmachen, super schön. So, und jetzt packen wir einfach mal aus. Und dann kommen zwei Schallplatten zum Vorschein. Und los geht es. Eigentlich habe ich es ja schon vorweggenommen am Anfang. Mit der neuen Judas Priest Invisible Shield. Und zwar hier als limitierte Auflage. Und zwar in Pink Vinyl. Diese Platte wollte ich unbedingt haben. Schwarzes Vinyl gibt es auch bei Amazon. Aber Pink Vinyl wird exklusiv von einigen Händlern angeboten. Und ich finde, das passt einfach zu dieser Platte. Hier ist die Rückseite. Die ersten Songs habe ich ja schon gehört. Sind absolut klasse.
Da ist es schön, das Album im Regal zu haben. Cover sieht auch wieder absolut vielversprechend aus. Super. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich Besonderen des heutigen Videos. Ich weiß nicht, wer von euch den Godzilla-Film letztes Jahr im Kino gesehen hat. Der Godzilla aus Japan. Godzilla Minus One. Und hier ist die Original-Soundtrack-LP. Und wo kommt sie her? Natürlich aus Japan, ganz klar. Das Teil war etwas teurer, könnt ihr euch ja vorstellen. Aber eine japanische Pressung ist da immer erstklassig. Hier auf der Rückseite natürlich noch einige Bilder aus dem Film und die Tracklist. Super, und hier ist er, der Godzilla. Und ich würde sagen, jetzt holen wir die Platte einfach mal raus. Die Platten sind in Japan ja nicht verschweißt, sie befinden sich nur in Plastikhüllen. Aber hier können wir jetzt schon mal aufklappen. Und ein absolut tolles Klappcover, seht euch das an. Super, und der Film ist es wirklich wert, angeschaut zu werden. Wir waren damals total begeistert im Kino. Absolut super. So einen Film hatten wir wirklich nicht erwartet. Nicht zu vergleichen mit dem amerikanischen Godzilla-Abklatsch, sondern wirklich ein Wahnsinnsfilm. Jetzt holen wir nochmal eine Platte raus. Es ist natürlich eine Doppel-LP und schauen uns das Label an. Sehr schön. Absolut edel. Eine wirklich tolle Pressung. Super. Und ich hoffe, der Klang ist auch genauso gut. Und weil wir gerade bei Godzilla sind, ich weiß nicht, wer von euch den Film ja schon gesehen hat, und ich hoffe, ich spoilere nicht allzu viel, wenn ich euch dieses Flugzeug hier zeige. Da spielt nämlich im Film auch eine nicht unwesentliche Rolle. Und wenn man das mal fliegen sieht, absolut super. Seit Jahrzehnten bin ich ein Fan von diesem Flieger und diesen Bausatz habe ich mir mal aus Japan mitgebracht. Der ist also nicht jetzt reingekommen, sondern der ist schon länger da. Aber ich wollte ihn einfach nicht vorenthalten und ich finde, er passt auch zum Godzilla-Film. So sieht das fertig gebaute Modell aus. Und wenn wir aufmachen, genau wie der X-Flügeljäger, auch ein Plastikbausatz. Hier natürlich alles auf Japanisch. Diese Bausätze waren ja lange Zeit nicht bei uns erhältlich. Und als ich halt mal in Japan war, da bin ich in einen Modellbauladen gegangen und dann war dieses Flugzeug da. Und ich habe mich riesig drüber gefreut. Und hier sind noch die Einzelteile zu sehen. Zusammengebaut habe ich ihn bis jetzt noch nicht, aber das kommt auch irgendwann mal. Ja, das war's auch wieder für heute. Wir hatten wirklich eine bunte Mischung heute. Wenn es interessant für euch war, natürlich gerne Daumen nach oben da lassen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut und bis bald.